Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suhrkamp Diskurs. Finalmente, der neue Roman von Elena Ferrante, liegt auf Deutsch vor und das auch noch unter einem Titel, wie er ferrantesker kaum sein könnte. Das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Es geht um ein knapp 13-jähriges Mädchen, das beginnt, hinter die Fassade ihrer wohlanständigen Eltern zu schauen. Übersetzt hat das Buch Karin Krieger, wie bereits schon die international gefeierte Tetralogie über die geniale Freundin. Das waren 2203 Buchseiten, die sie da gestemmt haben. Also ihre Fähigkeit als Langstreckenläuferin haben sie schon unter Beweis gestellt. Karin Krieger ist gebürtige Ostberlinerin und übt diesen Beruf seit knapp 40 Jahren aus. Und über das Übersetzen und die Eigenarten von Elena Ferrante, das Handwerk des Übersetzens, möchte ich jetzt mit ihr ins Gespräch kommen. Guten Tag, Frau Krieger. Guten Tag. Welches war denn der Effekt, als Sie dieses neue Buch aufgeschlagen haben? War es so, als kämen Sie nach Hause zurück in eine Wohnung, die Sie schon kennen, bei der Sie wissen, wie die Zimmer angeordnet sind, welche Möbel darin stehen? Oder war es auch eine große Überraschung? Es war beides. Also auf der einen Seite, ja, das stimmt. Also das Bild mit der Wohnung, dem Haus, das man betritt, das man schon kennt, so ging es mir tatsächlich. Allerdings die Anordnung der Zimmer, da würde ich schon ein bisschen vorsichtiger sein. Da gibt es doch einige Überraschungen. Also ich habe sowohl Vertrautes als auch ganz Neues gefunden. Also man könnte vielleicht kurz sagen, eine neue Geschichte mit altbekannten, Fixpunkten bei Ferrante. Also wir haben wieder dieses Spiel der Wahrnehmungen, also schon der Titel, ne, das lügenhafte Leben der Erwachsenen, deutet also darauf hin, dass es natürlich ums Lügen geht, um eigentlich vielleicht nur verschiedene Wahrnehmungen. Wer will schon festlegen, was ist wahr, was ist falsch? Das macht sie wieder in ihrer altbewährten Manier, dass sie immer wieder die Leser daran erinnert, das ist nur eine Geschichte, vielleicht war alles ganz anders. Das ist schon bei dem Einstieg, den ich glänzend finde, das sehr kurze erste Kapitel, das sind eigentlich nur 15 Zeilen ungefähr, ein paar Sätze, so angeordnet, weil es ja eine Stimme gibt, die aus der einerseits Retrospektive sich zu erinnern scheint und andererseits ist es aber das kleine Mädchen, das ins Spiel kommt. Da teilt sich ja schon die Perspektive auf nicht ganz einfache Weise. Das war eine Herausforderung, diesen Einstieg übersetzen zu müssen, oder? Das war gar nicht so einfach. Vor allem, man ist geneigt, wenn man sagt, okay, hier erzählt jemand in der Ich-Perspektive und es geht um ein Mädchen, das zwischen 13 und 16 Jahre alt ist. Älter wird es in diesem Buch erstmal nicht. Da neigt man dazu, zunächst anzunehmen, die Sprache wäre auch die einer, sagen wir, 15-Jährigen. Das ist aber nicht der Fall. Es ist tatsächlich in einer Rückschau erzählt. Ich würde eher sagen, aus der Sicht einer älteren Frau. Aber so ganz genau steht auch das nicht fest. Es ist ganz, ganz schwierig. Ferrante führt uns so ein bisschen, also auch mich als Übersetzerin, aufs Glatteis, weil sie spricht nicht, also sie spricht zwar von einem Ich, aber sie schreibt eigentlich mehrfach in dem Buch, wer das hier gerade schreibt. Und dieses Wer, dieses Chi, ja, im Italienischen, ist absolut unbestimmt. Ja, also sie legt sich nicht mal fest, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Andererseits konnte ich sie als Übersetzerin auch wieder überführen, dass es eine eindeutig weibliche Sicht ist, weil der erste Satz beginnt, übrigens ein Satz, den der Vater, der den angeblich gesagt hat, den der nie gesagt hat, auch wie noch sich so eine, herausstellt, sich, also schon zwei Seiten weiter sagt sie das, hat er eigentlich so nicht gesagt. Und in diesem Satz ist im Gegensatz zum Deutschen, da kann ich das nicht machen, aber im Italienischen verrät der Satz, dass es um eine Frau oder ein Mädchen geht, weil nämlich die Adjektive im Italienischen sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, also an den Adjektiven erkennt man das Genus, also ob es um eine weibliche oder eine männliche Stimme geht. Und es heißt eben,
Ero Bruta. Und Bruta ist klar, es muss um eine weibliche Stimme gehen. Das müssen wir vielleicht erklären, dass dieses Mädchen von dem Vater als genauso hässlich wie seine Schwester bezeichnet wird. Das ist ein Schock für sie. Ja. Und da geht eigentlich schon das ganze Drama, weil auch gesagt wird, er wird die Familie dann später verlassen, los. In diesem ersten Satz der Entfremdung von den Familienmitgliedern. Also was mir daran auch so gut gefallen hat, Ferrante hat ja schon auch in ihren Interviews oder in ihren Essays auch, die sie geschrieben hat, schon anklingen lassen vor einer Weile, dass sie sich auch mit Flaubert beschäftigt hat. Und es ist natürlich eine Anspielung auf Flaubert. Und ich finde das so großartig gemacht, dass während bei Flaubert ja Madame Bovary über ihre Tochter denkt, Gott, wie hässlich ist dieses Kind, ist es bei Ferrante ein Mann, der das und zwar nicht denkt, sondern sagt oder vermeintlich sagt. Also eine Autorin lässt den Vater des Kindes sagen, es sei hässlich, während bei Flaubert ist es ein Mann, der eine Mutter sagen lässt, Gott, wie ist dieses Kind hässlich. Und in diesem Deutschen hässlich, das wollte ich noch ergänzen, steckt eben im Deutschen, erkennen wir nicht, ob es das Kind also ein Junge oder ein Mädchen ist, ne? Während bei Ferrante das eindeutig natürlich wieder eine weibliche Stimme ist. Und das kommt auch an verschiedenen Stellen immer wieder zum Ausdruck. Wie verläuft denn der Prozess? Lesen Sie den Roman erst einmal von vorne bis hinten und beginnen dann in einem zweiten Schritt zu übersetzen? Wie können wir uns das vorstellen? Unbedingt, ja. Also übersetzen ist für mich eine besonders intensive Form des Lesens und des Interpretierens natürlich eines Textes. Ich krieche ganz hinein, ich lese ihn von der ersten bis zur letzten Seite, um auch zu wissen, was kommt auf mich zu, wie ist die Autorin, wo möchte sie hin? Ich muss das am Anfang des Übersetzens schon wissen. Und also ich tauche ganz ein in dieses Buch. Das ist für mich ein sehr, sehr sinnlicher Vorgang. Also vielleicht könnte man sagen, wenn man, ich weiß nicht, ob Sie mal beobachtet haben, wenn eine Hummel in eine Löwenmaulblüte kriecht und dieses kleine, dicke Tier völlig von dieser Blüte, die sich hinter ihm wieder schließt, umfangen ist. So ungefähr so fühle ich mich, wenn ich so in so ein Buch eintauche. Und dann nehme ich also nicht nur den Inhalt wahr und alles, ja, alle Bedeutungen und vielleicht philosophische oder so Bezüge, sondern natürlich auch Rhythmus, Ton, Klang. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Und erst wenn ich es ganz gelesen habe, dann fange ich an zu übersetzen. Und aber auch dann noch nicht sofort, sondern ich versuche, eine Haltung zu dem Buch aufzubauen. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man irgendetwas an dem Buch, was man übersetzt, mögen kann. Ja, also es ist nicht so, wir sind selten in der Situation, wenn wir vom Übersetzen leben, vom Literaturübersetzen, dass wir immer nur Bücher haben, die uns hellauf begeistern. Aber es muss bestimmte Sachen geben, die wir mögen. Und wir dürfen uns nicht über den Text stellen. Also ich würde sagen, es ist so eine Art souveränes Dienen, ja, also so. Und es gibt von Tucholsky eine sehr, sehr schöne, ein sehr schönes Gebet, was jeder, der irgendwie kritisch mit einem Werk zu tun hat, jeden Tag beten sollte. Er sagt nämlich, dadurch, dass du ein Werk kritisierst, bist du ihm nicht überlegen, dadurch bist du ihm nicht überlegen, dadurch bist du ihm nicht überlegen. Und das sage ich mir, weil ich glaube, es tut dem Text nicht gut, wenn ich auf einem hohen Ross sitze und von da herab übersetze und vielleicht denke, ach, das hätte sie vielleicht besser machen können oder so. Nein, ich muss mich ganz anschmiegen. Karin Krieger, Sie haben das jetzt mit Demut im Grunde umschrieben fast. Also das ist der Begriff, der mir einfällt. Ja, ja. Respekt natürlich, Neugierde gleichzeitig und Begeisterungsfähigkeit. Ja. Das Bild mit der Hummel ist sehr schön. Es geht ja in diesem Roman um Milieus und auch um eine soziale Topografie. Denn dieses Mädchen, das den Satz hört über das eigene Hässlichsein, wird verglichen mit der Schwester des Vaters. Und sie beginnt dann diese Sphäre, die ihr fremd ist, zu erkunden. Ja. Und zieht auch irgendetwas daraus. Und da setzt dann dieser Entfremdungsprozess ein, von dem ich eingangs sprach. Ist das sprachlich auch gestaltet, diese Entwicklung von dem Rione Alto, wo sie wohnt, dem bürgerlichen Quartier, in Richtung dieser anderen Gegenden von Neapel, die sie dann entdeckt?
Ja, unbedingt. Also gerade dieses Oben-Unten, was wir ja also auch durch Neapel wieder haben. Neapel ist ja wieder die, na, Kulisse ist viel zu wenig gesagt, ne, aber ist der Hintergrund für diese Geschichte. Und wir haben auf der einen Seite ein auch sprachlich höheres, eben bildungsbürgerliches Niveau, also die Eltern und auch die Giovanna, wie die Protagonistin heißt, die sprechen sehr gepflegt, sie sprechen auch Italienisch, sie sprechen kein Dialekt, kein Neapolitanisch. Und dann habe ich auf der anderen Seite, es geht dann hinunter in die Niederungen, auch also sowohl geografisch als eben auch sozial, haben wir diese, ja, dieses fast schon Monster, diese Frau, diese Tante Vittoria, die ja wirklich so ein Schreckgespenst der Familie ist und alles Hässliche und Obszöne und ja, Unangenehme, was es im Leben irgendwie geben kann, verkörpert. Und das natürlich spiegelt sich das auch sprachlich nieder. Ja, also sie spricht natürlich ganz anders. Sie spricht Dialekt, aber dazu muss ich gleich wieder sagen, wie schon in der genialen Freundin, der Dialekt wird bei Ferrante nicht ausformuliert. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn dort steht, sagte er im Dialekt, sagte sie im Dialekt, dann ist das kein Kunstgriff der Übersetzerin, sondern eine Übersetzung dessen, was die Autorin tut, weil das Neapolitanische für Ferrante zwar natürlich zu Neapel gehört und auch zu einer bestimmten Schicht gehört, aber für sie meistens mit sehr unangenehmen Erfahrungen verbunden ist, weshalb sie ihn nur so als ferne Bedrohung aufklingen lässt. Was mir das Leben als Übersetzerin etwas vereinfacht, ja. Aber ich vielleicht noch ganz kurz dazu, am besten merkt man diesen Unterschied zwischen den, ja auch sprachlich, ne, zwischen den Milieus in den Dialogen, ne. Da ist es, da muss ich manchmal ganz nach unten greifen, mir Schimpfwörter ausdenken, ja Gott, wie schimpft man auf Deutsch, wie beschimpft man Frauen? Das ist zum Beispiel viel schwieriger im Deutschen als im Italienischen. Und auf der anderen Seite habe ich halt diese hohe gebildete Sprache, wo dann eben über die Bibel diskutiert wird oder so. Bei diesem Punkt möchte ich mal einhaken, denn das ist die Werkstatt der Übersetzerin, die Sie uns da so ein bisschen auch zeigen können, die Schimpfwörter und die Dialoge, denn da geht es wirklich zur Sache und da hat das Italienische ein ganz breites Spektrum. Ja. Und Sie mussten etwas erfinden im Deutschen. Es gibt einen neapolitanischen Begriff, der, glaube ich, Norditalienern gar nicht so unbedingt geläufig wäre, nämlich Battilocchio. Ja. Das ist nicht ganz einfach zu fassen. Sie haben dann eine Lösung gefunden. Ja. Man meint damit jemanden, der so ein bisschen verschlafen ist, jemanden, der ein bisschen langweilig ist, der irgendwie in sich verschlossen ist. Wie gehen Sie vor bei solchen Problemen? Ja, also es ist jemand, der aus dem Moostopf kommt. Also das muss man ja erstmal herauskriegen. Dann kann vielleicht auch noch dazu sagen, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir alleine mit Wörterbüchern als Literaturübersetzer, Übersetzerinnen nicht weit kommen. Ja, also wenn ich im Wörterbuch nachschlage, also in einem zweisprachigen Wörterbuch, Battilocchio, steht da Kopfhaube. Das nützt mir nichts. Das ist die einzige Entsprechung. Ich denke, nein, so geht's natürlich nicht. Der nächste Schritt, ich frage Italiener. Und ich habe auch Süditaliener gefragt, die waren allerdings aus Sizilien. Und wie Sie sagten, eben auch aus dem Norden, die kannten das Wort auch gar nicht. Die kannten eben nur dieses Augenzwinkern, da Battilocchio. Aber sie haben wirklich also einfach mit den Schultern gezuckt. Und aber natürlich haben wir noch andere Möglichkeiten. Wir haben die einsprachigen Wörterbücher und so weiter. Und ich habe diese Entsprechung gefunden. Also ein Mensch, wir würden eigentlich sagen Schlafmütze. Ne? Also eigentlich jemand, dem die Schlafmütze über die Augen gerutscht ist, ne? Also darum dieses Occhio, das Auge, ist ja, steckt ja da drin, und der also nicht so genau weiß, was los ist. Und dieses Wort verwendet Ferrante, also es ist ein ungewöhnliches Wort, ich brauche also auch im Deutschen ein ungewöhnliches Wort. Schlafmütze ist nicht so ungewöhnlich. Und sie verwendet es in einer ganz lustigen Szene, als nämlich die Giovanna so die ersten sexuellen Erfahrungen macht, völlig unbeleckt ist, zwar in der Theorie sehr gebildet, aber natürlich praktisch gar keine Ahnung hat, was ist, wie ticken die Jungs und so weiter. Und ein junger Mann also versucht, sie so ein bisschen zu verführen und weiß auch nicht so viel, aber immerhin weiß er, man muss die Mädchen zum Lachen bringen. Und man muss irgendwie lustige Sachen sagen, damit die kichern und damit das für die auch so ein bisschen entspannter wird. Und dieses Battilocchio war so ein Wort, was er also wirklich überreizt schon hat. Also es kommt auf einer Seite 9-mal vor, also in diesem Dialog zwischen diesen beiden. Und ich muss also im Deutschen auch ein Wort finden,
was man aushält, was man neunmal auch klanglich lesen kann, sprechen kann. Ja? Und ich dachte immer, schlafen, es ist langweilig. Dann kam dazu, es muss ein Wort sein, was ich sowohl für Männer als für Frauen verwenden kann, weil da kommt genau das, was Sie angesprochen haben. Im Italienischen kann ich ganz leicht aus einer Beschimpfung für einen Mann eine Beschimpfung für eine Frau machen. Ne? Stronzo, der Mistkerl, das Arschloch, also ganz heftig. Ist Stronza, ist dann die weibliche Form. Aber wir würden im Deutschen nie weiblich, also zu einer Frau nie sagen, du Arschloch. Ja, also da musste ich schon immer sehr gucken. Sie kommen auf die Idee, dann Arschkühl zu sagen, was mir sehr gefallen hat. Also man wird erfinderisch. Battilocchio, da musste Ihnen auch was einfallen. Genau, also es dauert dann auch ein paar Tage, bis man dann so eine Idee hat. Ja, also es durfte nicht geläufig sein, es musste für Männer und Frauen gelten. Und man musste es ganz oft sagen können. Und sie durfte, also Giovanna durfte das Wort nicht kennen, also es musste ein bisschen schräg sein. Und dann kam ich letztendlich auf Schnarchnase. Und das war so ein Wort, man kann es verstehen. Und dann im neuen Mal, ne, Schnarch. Dadurch wurde das dann auch lustig im Dialog und das fügte sich dann ein in diesen Text. Ja. Aber wie gesagt, es dauert sehr lange. Luther hat ja mal in seinem wunderbaren Sendbrief übers Dolmetschen gesagt, dass er bis zu 14 Tage oder 3 Wochen für ein Wort gebraucht hat, bis er das gefunden hatte. Und so fühle ich mich manchmal auch, ja. Ja, es gibt diese berühmte Äußerung von Wilhelm von Humboldt, dass die Sprache die Kathedrale des Denkens sei. Und das trifft es auch sehr gut, weil natürlich in der Sprache auch immer ungeheuer viel steckt an anderen Dingen, atmosphärisch, die Sie erfassen müssen und dann in irgendeiner Form spiegeln. Wie sind Sie denn diesem Neapel, der frühen 90er Jahre, das ist ja die Zeit, in der das Buch spielt, nahegekommen. Wie haben Sie sich da inspirieren lassen? Durch Filme, das war auch eine markante Periode für Neapel, wichtige Phase mit einem neuen Bürgermeister, die Stadt öffnete sich so ein bisschen. Ja, aber das spielt hier in diesem Buch nicht die entscheidende Rolle. Es ist nicht so, was ich ein bisschen beklage, wie in der Tetralogie, also wie in der genialen Freundin, wo ja ein Leben über 60 Jahre nicht nur zwei Frauenleben, sondern über 60 Jahre Italien erzählt wurde, von 1950 bis 2010, sondern hier geht es um die Jahre, ich glaube, 1992 bis 1995, eine kurze Periode. Und die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen spielen hier nicht die Rolle. Es ist mehr eine intimere Betrachtung, mehr fokussiert tatsächlich auf dieses ja fast noch kleine Mädchen. Es ist eine privatere Geschichte diesmal. Das unterscheidet sie sehr von der genialen Freundin. Bei dem Nachdenken über bestimmte Begriffe, wenn Sie so große Zweifel haben, dass Sie gar nicht genau wissen, in welche Richtung es gehen soll, sammeln Sie dann die Fragen und behalten sich die bis zum Schluss vor? Wie verläuft der Prozess? Es gibt noch etwas, das bei mir so eingehakt ist. Ich hatte den Roman auf Italienisch zuerst gelesen, die Romanzi Rosa. Das ist nämlich etwas, was die Mutter betreibt, die Lehrerin ist von dieser Giovanna. Sie bearbeitet Romanzi Rosa. Das sind auf Italienisch anstehender Begriff, diese Heftchenromane. Ja. Da mussten Sie ja auch eine Entscheidung treffen. Ja, das ist sehr schwierig. Also das ist sowieso ein wichtiger Punkt. Es gibt ja diesen Trugschluss, dass Übersetzen vor allem mit Wortwörtlichkeit zu tun hat, also dass man ein Wort an das andere reiht. So ist es ja überhaupt nicht. Also ein Buch ist ja nicht die Summe seiner Wörter. Ja? Und Sprache ist auch nicht logisch. Also man kann es nicht, wie in der Mathematik, kann man nicht Wörter addieren sozusagen, sondern wir übersetzen Wirkungen, wir übersetzen Zusammenhänge. Der Kontext ist immer sehr, sehr wichtig. Und mit einzelnen Wörtern, in dem Fall müsste ich ja übersetzen Rosa Romane, komme ich nicht weit, ne, im Deutschen, weil sich kein deutscher Leser irgendetwas darunter vorstellen kann. Ich muss also wissen natürlich erstmal, was ist das eigentlich und wie passt es in meinen Text. Und in dem Fall habe ich mich meistens für Liebesromane entschieden, weil es eben sehr häufig auch um Liebe geht, also für Giovanna, ne? Was ist Liebe, was ist Sex, wie hängt das zusammen, geht das eine ohne das andere und so weiter. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Überlegungen. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen. Und dann ist es aber natürlich wichtig, dass man diesen Begriff, wenn man sich einmal für eine oder auch gegen eine Variante entschieden hat, oft ist ja auch wichtig, was man nicht tut, dass man dann dabei auch bleibt. Ne? Also dass der Leser das dann immer wieder erkennt als eben genau dieses eine.
Haben Sie denn dann die Möglichkeit, wenn es Zweifelsfälle gibt, auch zu Elena Ferrante in Kontakt zu treten und sie noch einmal zu fragen? Denn sie ist ja nun berühmt dafür, dass sie anonym bleibt. Ja. Aber für eine Übersetzerin stelle ich mir vor, ist es manchmal notwendig, gerade wenn die Autorin lebt und man mit ihr auch tatsächlich eigentlich korrespondieren kann. Wie verfahren Sie da? Also das ist möglich. Ich hebe mir das allerdings wirklich für die ganz wichtigen Fragen auf, die wirklich niemand anders als die Autorin beantworten kann. Es gibt viele Fragen, die kann ich mit Muttersprachlern, sprich Italienern, Italienerinnen klären und lösen oder auch mit Kollegen. Ne? Oder weiß ich nicht, manchmal ist es auch so, dass ich übersetze, dann mache ich mir immer so kleine Platzhalter in meinem Text, so das ist noch nicht das richtige Wort, das nicht, das werden dann immer mehr, da werde ich dann nervös. Aber trotzdem, dann sammle ich das so ein bisschen und manchmal durch den Fortlauf der Geschichte lösen sich viele Sachen von allein, wenn sich etwas wirklich gar nicht löst. Ich hatte einmal, das sind so ganze Kleinigkeiten. Es ist ja auch so, dass zwei Sprachen sind ja nicht gleich, überhaupt nicht. Also sie sind nicht, man kann nicht ein Wort, ein deutsches Wort und ein italienisches Wort sind nie vollkommen gleich. Ja, also sie haben immer Bedeutungen und mehrere Bedeutungen ganz oft oder so eine Art Wortwolke ringsherum, die es in der anderen Sprache dann nicht gibt. Oder es gibt eben so Doppelbedeutung. Das ist ganz, ganz schwierig für die Übersetzung aus dem Italienischen, dass wir im Deutschen oft mehr präzisieren müssen, als die Italiener das tun müssen. Die haben ganz oft etwas verschwommenere Wörter, die uns oft fehlen. Ein Wort ist ein ganz einfaches Calore. Das kann Hitze heißen und das kann Wärme heißen. Das ist für uns also im deutschen Sprachraum ein Riesenunterschied. Und ich hatte einen Satz und wenn dann auch nicht viel aus dem Kontext hervorgeht, wo ich dachte, ja, hier passt beides, aber ich verändere den Sinn, wenn ich mich für das Falsche entscheide. Und das ist dann so ein Fall, da kann ich dann, Gott sei Dank, im Zeitalter der E-Mails, kann ich dann der Autorin schreiben. Also ich sammle so solche Fragen und schreibe ihr jetzt nicht jede Woche da eine Mail oder sowas, weil ich auch ihren Frieden schützen möchte. Und sie antwortet dann sehr, sehr freundlich, sehr schnell, sehr kompetent. Das ist eine große Hilfe, ja, durchaus. Vielen Dank, Karin Krieger, für das Gespräch über Wortwolken und die Eigentümlichkeiten der italienischen Sprache, die Schwierigkeiten. Wir sprachen über den neuen Roman von Elena Ferrante, Das lügenhafte Leben der Erwachsenen.